Jetzt geht's los. Ab sofort ist Hessenregatta. Kuddeladeldu. Die erste Nacht ist vorbei, sie war großartig. Der Start soll jetzt gleich erfolgen, demnächst, aber draußen sieht es so aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal verschoben wird, denn so möchte ja keiner fahren. Sven, wie war deine erste Nacht? Feucht. Auf dem Steg war noch eine Party. Wirklich? Ja. Ich aus dem Schlaf gerissen. Naja, hey? Diese Nachbarn, furchtbar. Ach, die jungen Leute. Ja. Du Scheiße. Ja, was willst du machen, ne? Ja, was willst du machen? Ich bin ja nicht alleine. Ich bin vom Ankerplatz. Also Äpfel haben wir genug, glaube ich. Das wird reichen für 2 Tage. Alle haben schön eingekauft. Wir haben alles dreifach. Skorbut ist kein Problem. Und jetzt gibt es hier Kaffee. Hoffentlich. Tja Leute, so schnell können Träume zerplatzen. Mit Weiterschlafen wird es erstmal nichts, denn um Punkt 8 Uhr kommt folgender Funkspruch über den Regattakanal 69. An alle Teilnehmer der Hessenregatta, hier spricht die Regattaleitung. Die Regatta startet pünktlich um 9 Uhr an der Startlinie. Wir sehen zwar immer noch Nebel, aber vielleicht weiß die Regattaleitung mehr als wir. Vielleicht geht er gleich weg, vielleicht ist draußen gar kein Nebel. Warten wir es mal ab. Das Begleitschiff Heike S. ist eines der wenigen Schiffe in der Flotte, welches über kein aktives AIS-Signal verfügt. Insofern ist es erstmal sehr, sehr schwierig, im dichten Nebel unter all diesen rumkreuzenden Schiffen die Startlinie ausfindig zu machen. So, wir sind alleine, das heißt, wir machen irgendwas anders als alle anderen. Oder wir sehen sie nicht wegen dem Nebel, weil wir so weit voraus sind. Ich glaube, das ist die eigentliche Erklärung. Ja. Ansonsten, wie ist die Laune, Jungs? Also kommen wir dem Bruder noch ehrlich klar. Ich bin ja Pinne gewöhnt und da muss ich ja mal entgegen. Windrichtung lenken. Nachdem wir die Startlinie erfolgreich überquert haben, machen wir gute Fahrt. Der Wind nimmt stetig zu, aber dieser verdammte Nebel lässt sich einfach nicht vertreiben. Da der Wind genau von vorne kommt, müssen wir den ganzen Tag kreuzen. Wir haben eine Strecke von 25 Seemeilen vor uns und werden am Ende des Tages 45 Seemeilen gesegelte Strecke in das Logbuch schreiben. Der verdammte Nebel will einfach nicht verschwinden.
Es wird immer kälter. Ich trage mittlerweile dicke Socken, lange Unterhosen, zwei Fleecepullis übereinander, Mütze, Kapuze, Handschuhe. Aber es wird immer kälter. Durch den Nebel haben wir das Gefühl, die ganze Zeit alleine zu segeln. Nur ab und an kommt mal aus dem Nebel ein Schiff, kreuzt unseren Weg und verschwindet wieder im Nichts. Gespenstisch. Gegen Mittag baut sich auch noch eine sehr unangenehme Ostseewelle auf. Die Wellen kommen mal von vorne, mal von der Seite. Das Boot fängt stark an zu stampfen und verliert an Geschwindigkeit. Nun ist uns nicht mehr nur kalt, nun wird uns auch allen langsam schlecht. Teile der Mannschaft erbrechen sich nun regelmäßig bei jeder Wende mehrfach über die Reling. Und als ob das nicht schon genug der Quälerei wäre, entdecken wir unter Deck einen starken Wassereinbruch. Zunächst ist recht unklar, wo das Wasser herkommt. Ich muss mehrfach nach unten gehen und in den Ecken der Küche schöpfen. Das ist bei dem Wellengang sehr, sehr, sehr unangenehm. Am Ende entdecke ich in einem alten stillgelegten Waschbecken ein Ventil, was nicht richtig dicht ist. Dort läuft das Wasser herein, wenn die Reling unter Wasser geht. Unter Deck herrschen mittlerweile chaotische Zustände. Nicht nur die Besteckschublade ist komplett aus dem Schrank geflogen, auch einige Teller und Töpfe fliegen ungebremst hin und her und landen immer wieder in den letzten Pfützen des nicht ausgeschöpften Wassers. Das Mobiliar ist ordentlich durchgerüttelt. Während einer Wende reißt uns dann auch noch das Vorsegel im Achterlieg stark ein. Ich muss nach vorne, um das Segel zu klarieren. Bei dem Versuch, auf das Vorschiff zu kommen, bekomme ich dann Krämpfe in beiden Beinen. Wir fragen uns mittlerweile ernsthaft, ob der Segelsport überhaupt das Richtige für uns ist. Im Kopf gehen wir schon die Fährverbindung von Geza nach Rostock durch. Doch ganz plötzlich keimt wieder Hoffnung, geradezu biblischen Ausmaßes. Als ein kleiner Vogel, der sich auf unser Boot verirrt hat, davon kündet, dass das Land nicht mehr weit sein kann. Wir fühlen uns hier langsam wie Noah auf der Arche. Was denn? Was hältst du von Vögeln? Von Vögeln? Kurz nach dem Überqueren der Ziellinie, die wir mit Mühe im Nebel gefunden haben, treffen wir auf einen havarierten Trimaran, dessen Ponton voll Wasser gelaufen ist. Er bekommt seinen Außenborder nicht mehr richtig ins Wasser und wir schleppen ihn noch 2 Stunden in den Hafen von Geza. Der zweite Renntag beginnt und dieser verdammte Nebel ist leider immer noch da. Beinahe sind wir heute pünktlich am Start, doch wegen des starken Nebels können wir wieder das Regattaschiff nicht finden. Allen anderen Teilnehmern geht es ganz genauso. Nachdem wir die Startlinie gefunden haben, segeln wir bei mäßigem Wind gegen an die Küste von Falster Richtung Norden. Heute passiert nicht allzu viel. Wir segeln unseren Kurs, einmal wechseln wir das Vorsegel und sonst sehen wir, dass wir gut vorankommen. Und dann plötzlich reißt am späten Mittag doch noch der Himmel auf und die Sonne kommt heraus. Herrlich. So, Zieleinlauf ist die rote Tonne vor uns. Es ist denkbar viel Platz. Das Ziel der heutigen Etappe ist die Ansteuertonne Grönsund, die in Backbord 280 Grad zu passieren ist. Man sieht sie hier deutlich links rot im Bild leuchten. Zweieinhalb Knoten schaffen wir noch. Und
schon können wir abfallen. Und der Zeitnehmer nimmt die Zeit. Oh, ich muss mich konzentrieren. Das Ziel ist zum Anfassen nahe. Auf dem Tonstrich nach Stube Köbbing treffen wir dann auf die Summerwind, eine Bavaria, auf der Ralf fährt, der mich erst zu dieser Regatta gebracht hat. Bei einem seichten Wind und schönster Abendsonne fahren wir Seite an Seite den Tonnenstrich nach Stube Köbbing hinauf. Herrlich, nach all diesen verdammten Nebeltagen, endlich Sonne, endlich sehen, endlich segeln. Großartig. Und das Filmen macht auf einmal auch wieder Spaß. Unter Deck hat Sven schon die Kombüse angeschmissen und brutzelt uns leckere Chivapchichi. Irgendwie bin ich jetzt zum Smoochie degradiert worden und der Smoochie sagt jetzt Essen fertig, Segel sind gesetzt und jetzt Essen machen. Heute gibt es Chivapchichi mit Smoochie, ganz einfach und saurer Kohle. Du hast nicht erwähnt, dass draußen 8 Windstärken sind und die Wellen 8 Meter hoch. Ja, aber wir kennen uns mittlerweile aus. Heute am dritten Tag ist alles ganz anders. Der Nebel ist fast weg, der Wind leider auch. Alle Regatta-Teilnehmer fahren unter Motor los und der Start wird um eine Stunde und dann wieder um eine Stunde und nochmal um eine Stunde verschoben, bis schließlich der Regattatag abgesagt wird. Für kreuzende und entgegenkommende Schiffe muss es sehr lustig ausgesehen haben. Dies ist das Bild des AIS. Fast 10 Stunden lang knattert der alte Volvo Penta, der mittlerweile ja auch schon 40 Jahre auf dem Buckel hat, die über 40 Seemeilen nach Warnemünde-Rostock durch. Frühstück. Frühstück. Das zweite Frühstück in Deutschland. Das Spätstück. Das ist in Dänemark. Und plötzlich Aufregung an Bord. Ja! Geil! Zwei! Hammer! Geil! Ja, cool! Ist ja wohl der Hammer! Los, komm! Komm los! Der freie Tag in Rostock bietet natürlich perfekte Gelegenheit, mal alles zu reparieren, was mittlerweile repariert werden müsste. Leider haben wir einfach keine Lust dazu. Hessen-Regatta. Auswertung.
Noch mehr, meine Freunde. Dort im Spa, da habe ich zwei Bunnies kennengelernt. Das ist Mai Tai und das ist Long Dong. Tja Leute, was soll ich sagen? Tag 5. Die Sonne scheint, der Wind weht und heute läuft's und zwar richtig. Nachdem wir den Start wieder einmal ordentlich versemmelt haben, haben wir beschlossen, entgegen der restlichen Flotte weit rauszufahren, einen großen Schlag zu machen und zur Zieltonne einzulenken. Als der Wind langsam einschläft, holen wir nochmal den Blister raus. Das ganze Manöver kostet uns allerdings länger, als dass wir durch den Blister herausfahren können. Außerdem sind wir uns nicht ganz sicher, ob es wirklich ein Blister ist oder nur die Genua 1. Ich habe das so vom Vorbesitzer übernommen. Wir haben jetzt den Blister gesetzt bei sturmartigen Bedingungen. Das war natürlich ein Heldenakt, ja, das war eine Meisterleistung. Moment, wir zeigen ihn mal. Das Boot hat auf über 9,5 Knoten beschleunigt. Moment. Moment, sind wir Alarm bei 7. Da, 9,5. Wir haben es drauf, 9,6. 9,68, habt ihr es gesehen? Die Dela Boys, die zeigen es allen. Wir rocken die Ostsee. Wir rocken die Ostsee. Ihr könnt dann noch bei Wellen gucken. Man kommt ja auf dem Film immer nicht so rüber. Muss man schon erlebt haben. Also, meldet euch, bucht eine Rundfahrt mit uns. Eine kleine Hafenrundfahrt oder die große Ostseesause. Ostseesause mit Fisch. Heute ist der Tag sportlichster Höchstleistungen für uns. Und wie man hier gut sehen kann, geben wir bei der Wende wirklich alles. Powerwende durch den Wind und weiter geht's. Ja, der Winter war noch was. Der Wind, das flüchtige Wesen.
Eigentlich soll das Ziel in Grömitz vor der Seebrücke sein, aber vor Grömitz schläft der Wind schon sehr stark ein. Alle Teilnehmer der Hessenregatta, hier ist Schiff 8. Könnte jemand diesen Funkspruch wiederholen? Schiff 19, Schiff 8, bitte komm. Schiff 8, der Spruch der Funkspruch der Regattaleitung war, dass das Rennen an der Tonne 2 endet, weil im Grunde kein Wind mehr sei. Das ist dann die Zielfrage. 19 für die 8, Regatta endet an der Peiltonne, habe verstanden, danke. Bitte. Das neue Ziel ist die Ansteuerungstonne, die wir in 180 Grad passieren müssen. Je weiter wir zu der Zieltonne kommen, desto mehr dreht sich der Wind zu unseren Gunsten. Wir kommen in einem schönen großen Bogen rein und passieren wunderbar die Tonne. Auf dem AIS sehen wir, dass das Verfolgerfeld meist hinter uns liegt. Heute ist unser Tag. Wir realisieren langsam, es läuft richtig für uns. Wir haben ein sehr gutes Ergebnis zusammengesiegelt. Nicht nur sehr gut, wir sind Gruppensieger! Regattaleitung für die 8, bitte. Regattaleitung, Zieldurchfahrt 17, 14, 10. Zielwiederholung für die 8, 17, 14, 10. Regattaleitung, die 8, das ist korrekt. Danke, over. Keine Antwort. Akku ist wieder da. Wir sind in einem harten Rennen. Ein harter Verfolger, Yardstick 88, halten wir seit Stunden auf Abstand. Einige Zickzack-Manöver unseres genialen Steuergängers, Rudergängers haben uns wieder nach vorne gebracht. Und jetzt ist Zeit für mediterrane Pasta. So, hier gibt es ein bisschen Zucchini, frisch natürlich. Und mir läuft die Nase. Nudelwasser. Kocht gleich schon. Ab geht's. Sind sie hinter uns. Sag nochmal. Wen machen wir heute nass? Slurp. Slurp machen wir heute nass. Die machen aber gerade 4,7 Knoten. Weltmeister von 86. Pasta mediterran. Frisch auf dem Tisch. Guten Appetit. Was sagst du der Mutti? Hast du sehr fein gemacht. Deswegen ist es sehr guter Junge. Es war in seinem Fest sehr lecker. Heute ist der letzte Tag der Regatta. Heute geht es um die Plätze. Heute wird sich alles entscheiden. Wir wissen, dass wir zweimal auf dem vierten Platz gelandet sind und dass wir eine Etappe gewonnen haben.
Wenn wir einen Platz auf dem Treppchen haben wollen, wäre es also sehr wichtig, dass wir die Etappe heute gewinnen oder zumindest als Zweiter durchs Ziel gehen. Die haben viel weiter draußen. Irgendwie haben wir es heute mal wieder nicht so pünktlich an den Start geschafft. Morgens waren wir sehr verpeilt und irgendwie auch verpennt und haben es mit letzter Mühe geschafft, noch gerade so zur Startlinie zu kommen, ohne disqualifiziert zu werden. Dafür haben wir heute zum ersten Mal nicht den Wind auf die Nase, sondern Rückenwind. Das heißt für uns Spinnaker raus. Und genau so macht es auch die gesamte Flotte. Alle fahren unter Spinnaker die letzte Etappe. Die heutige Etappe ist die kürzeste Etappe der ganzen Regatta. Denn mittags sollen wir schon an der Ziellinie vorbeigekommen sein, damit die Leute mit den Charterbooten ihre Boote heute noch abgeben können. Der Wind ist zudem relativ schwach, so bleibt die Flotte die ganze Zeit relativ eng beieinander. Wir lassen uns von unserem Spinnaker gemütlich voranziehen. Die Sonne scheint, sie wärmt uns. Zum ersten Mal sind wir wirklich versöhnt mit dem Seglerleben. Als echte Jungs vom Müggelsee fahren wir natürlich den Spinnaker aus der Hand. Das ist ja wohl klar, wie damals auf der Jolle. Nur diesmal eben auf einem größeren Schiff. Also Hasis, wir wechseln auf Halbwind. Ich würde jetzt da machen, klar machen zum Genua setzen. Ja, nicht Genua, sondern Genaka. So. Trotz der moderaten Verhältnisse schaffen wir es irgendwie, einen Riss in den Spinnaker zu bekommen, in den nagelneuen Spinnaker. Was für ein Elend. Segel Nummer 2 muss also genäht werden. Eine Regatta voller Materialverschwendung. Als Ersatz für den kaputten Spinnaker müssen wir dann tatsächlich nochmal die Segel wechseln. Wir schlagen dann den alten Blister von 1979 an, der original bei diesem Boot dabei war. Das Manöver kostet natürlich einige Zeit und mit dem neuen Segel sind wir dann auch nicht mehr ganz so schnell. Schiffskoch heute, Sven. Heute Bratkartoffeln mit süßsauren Eiern, mit verlorenen süßsauren Eiern. Rezept nach Oma-Art. Das aussieht. Hat sie schon fertig. Jetzt reicht's aber. Reicht sie mal. Okay, schön. Stahllöffel in der Pfanne. Ich mit Löffel geht's. Ja. Was amtlich? Das ist nicht 8TV-Tutorial. Kochen. Kochen wie die Profis. Okay. Bootsprofis kochen. Wie kocht man eigentlich am Boot? Kochprofi-Booten. Nee, Boot, also. Ja, und alles gut? Sven, wie würdest du diese kulinarische Leistung bewerten? Auf einer Skala von 0 bis 1? Ich bin mir unsicher, sehr, sehr unsicher. Wenn man Sachen zum ersten Mal macht, dann ist man da unsicher. Die Bratkartoffeln sind ein bisschen hell, oder? Schmeckt man? Vor allem muss man was rein. Die lagern jetzt quasi zwischen. Das kommt noch rein. Mischen wir runter. Die
warten jetzt noch 10 Minuten, bis die verlorenen Eier, geheimtet verlorene Eier, müsst ihr mal googeln, bis die durch sind. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Mich würde interessieren, wie kann ich am besten herausfinden, dass die durch sind? Ich rühre jetzt um und sehe noch Eigelb. Also sind sie nicht durch. Ich glaube, das Eiweiß muss weiß sein. Ne? Dann sind wir auf dem Weg. Da muss was weiß sein. Okay. Es ist kaum zu glauben, aber dieses Essen hat viel besser geschmeckt, als es aussah. Und auf alle Fälle wird man hinterher sehr, sehr müde. Der fehlende Spinnacker hat uns leider ganz schön viel Zeit gekostet, die wir mit dem Blister nicht aufholen konnten. Wir gehen als Vierter durchs Ziel, soweit wir das beobachten können, und damit ist die Chance auf den dritten Platz in der Gruppenliste für alle Zeit vertan. Genau. Durchgang 11, 36, 14. Ja. Ich wiederhole ja. 63, 11. Heil und gesund wieder in Fehmarn zurück angekommen. Wir haben tatsächlich den vierten Platz in unserer Gruppe belegt. Mein Fazit dieser Regatta: Wir haben gekotzt, gefroren. Wir hatten Angst, wir hatten Krämpfe, Schmerzen und Hunger. Es ist die härteste Regatta der Welt. Aber es ist die beste Regatta der Welt. Oder um es mit den Worten von Brad Pitt zu sagen: I love it in here. I do. Best job I ever had. Best fucking job. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, spendet gerne etwas an die Seenotretter, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt etwas Nettes in die Kommentarzeile oder am besten abonniert gleich den ganzen Kanal. Bis zum nächsten Mal.